Oh, heute haben wir was ganz Besonderes vor. Meine Freundin hat Urlaub, die Karin. Und wir sind jetzt auf dem Weg mit der Kutsche von Coudewörde nach Witzhafe zu fahren. Da bekommen die Ponys ungefähr 1-2 Stunden Pause. Und dann wollen wir noch mal eine schöne Runde drehen, die ich früher geritten bin. Das ist die Büchsenschinkenrunde. Ich weiß jetzt nicht, wie lang die Kilometer sind, aber ich glaube so um die 8 Kilometer. Aber wie gesagt, ich mache nachher Rantastik an, dann weiß ich das. Und der Weg jetzt hin von Coudewörde nach Witzhafe sind ungefähr 5 oder 6 Kilometer. Aber das kann ich später nochmal drunter schreiben. Und ja, dann wollen wir da so die schöne Runde drehen. Und dann werden die Ponys da übernachten, weil das doch ein bisschen viel ist, wenn sie den Weg nochmal zurück müssen. Und dann fahre ich sie am nächsten Morgen wieder nach Hause, nach Coudewörde. Und dann wollten wir noch anschließend schöne Shootings machen. Hauptsächlich mit Raya und mit mir. Und ja, darauf freue ich mich jetzt riesig. Und ich berichte euch dann immer von unterwegs. An dem Ding sind wir eben vorbei. Beide völlig geschillt, wie man sieht. Und wir hatten wirklich 5 cm links und 5 cm rechts Platz. Aber wir sind durch. So, jetzt sind wir hier auf der Brücke. Wo, Roxy? Das macht sie auch super. Also auch Raya. Schön über die Brücke laufen. Da ist die Bille. Jetzt sind wir auch gleich in Witzhafe. So, jetzt sind wir von Witzhafe wieder aufgebrochen. Da ist meine Freundin Karin mit Diego. Genau. Und wir sind jetzt erst, wie gesagt, gerade losgefahren und wollen die Büchsenschinkenrunde machen. Und das sind alles eben so tolle Wege wie dieser hier. Zwar manchmal auch ein bisschen schwerer war im Boden, aber trotzdem immer super. Roxy kennt das noch, die stand früher ja mal in Witzhafe. Raya, für sie ist das Neuland. Ja, und jetzt werden wir hoffentlich ganz viel Spaß haben. So, jetzt sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Raya kennt zwar nicht den Weg, aber läuft fleißig voran. So. Komm, Roxy. Also, hopp, hopp, hopp. Ja, hier ist ein bisschen schwerer Boden. Aber wie Raya fleißig vorweg trabt, das ist so geil. Komm, komm. Hep, hep. Komm, Raya! Komm. So. Und da hinten, da haben wir die Karin. Da. So, jetzt haben wir uns sortiert. Diego da vorweg, Raya in der Mitte und Roxy hinterher. So, und jetzt klappt das auch. Weil Diego fand das jetzt richtig scheiße, dass Raya ihn immer den Weg abgesperrt hat. Ja, und früher bin ich hier auch immer lang geritten selber. Das ist echt eine tolle Runde. Die Wege sind hier so schön. Und das macht so einen Spaß. So, jetzt ist alles gut. Raya hat wieder überholt. Raya will immer Erster sein, auch wenn sie den Weg überhaupt nicht kennt. Ist immer unglaublich. So, jetzt sind wir schön hier im Wald. Das ist so ein kleines Waldstück. Total toll fährt man hier lang. Oh ja, und was zu essen gefunden. Diego darf vorweggehen. Bibi zieht fleißig. Komm, Bibi. Upsala. Ja, also es ist richtig tolle Wege. Da vorne ist Diego. So, so, wir sind jetzt auf dem Rückweg. Also ich konnte die ganze Zeit nicht filmen, weil Roxy zur Rennsemmel mutiert ist und ich Mühe hatte, sie zu halten, weil Diego zu langsam vor ihr war im Trab der Araber. Also wenn sie schneller geritten wäre, Karin, dann hätte er gebuggelt und Roxy fand das eben total beschissen, hinter ihm zu bleiben zu müssen. Aber Diego kann nicht hinterherlaufen, weil dann buggelt er auch. Und so war das echt. Dann haben die sich immer mehr gepusht und haben richtig Gas gegeben. Deswegen ist Roxy auch total nass geschwitzt. Ich fahre jetzt auch Schritt zurück. Karin trabt ein bisschen vorweg. Die kommt aber wieder zurück. Das ist gar kein Problem. Aber es war echt der Hammer, wie die Gas gegeben hat. Also Roxy kennt diese Wege. Und ich weiß jetzt, welche Strecken Vivian früher mit ihr schnell gefahren ist. Also sie wollte überhaupt nicht mehr Schritt gehen. Ich hatte richtig zu kämpfen. Ja, und dann hat Diego, dann waren wir fast auf einer Höhe, dann hat Diego einen Riesensatz nach rechts gemacht, weil da ein Toilettenhäuschen war. Ist gegen die Kutsche geknallt, hat sich aber Gott sei Dank nicht wirklich wehgetan. Sah nur schlimm erst aus, weil er da ein bisschen lahmte, aber dann lief er wieder gut.
Also eine sehr aufregende Fahrt, ja. Und Raya haben wir die ganze Zeit freilaufen lassen, als wir Gas gegeben haben. Jetzt habe ich sie wieder am Strick, weil jetzt hat sie auch unterwegs Gras gefressen und sie soll ja nicht zu viel Gras fressen. Aber es war eine sehr spannende Fahrt und ich weiß nicht, wir fahren jetzt vielleicht noch eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann sind wir wieder in Witzhafe. Und dann versorge ich erstmal die Ponys, weil die waren echt klasse, also Roxy, Wahnsinn. Also jetzt ist sie wieder ein bisschen entspannt. Obwohl, da bin ich auch froh drüber, weil sonst könnte ich jetzt auch nicht filmen, weil ich sie nicht halten kann. Ja, also das war jetzt das. So, jetzt sind wir wieder auf dem Heimweg, da drüben, wo die offen und die Fenster sind. Da haben Roxy und Raya übernachtet. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Kuddewörde. So, wir sind jetzt wieder an der Brücke. Hier geht es jetzt ein bisschen steil bergab, deswegen bin ich abgestiegen und dann führe ich Roxy. Und da hinten seht ihr die Brücke mit der Bille. Huch, das war Roxy, die mich anstupst. Ist das nicht genial? Es ist hier so schön. So, wir sind jetzt schon auf. Roxy. Wir sind jetzt schon auf dem Rückweg, das letzte Stück. Das ist jetzt der Weg, der jetzt direkt geradeaus zu unserem Stall führt. Und wir haben noch, Roxy, 2 Kilometer ungefähr vor uns. Jo. Das war's.